5 Jahre Deutsche Einheit steht übermorgen im Kalender. Wir möchten Sie heute schon mit einem ungewöhnlichen Dokumentarfilm darauf einstimmen. Der lange Abschied von der DDR. Der Autor Dietrich Lehmstedt hat ihn in seiner Heimatstadt in Weißenfels in Sachsen-Anhalt nach der Wende 5 Jahre lang gedreht. Ein Film, der jenseits der politischen Diskussionen und Ereignisse die Menschen, ihren Alltag, ihre Hoffnungen, ihre Ängste hautnah porträtiert und vielleicht mehr deutlich macht als manche Reden und Analysen. Weißenfels muss eine schöne Stadt gewesen sein. Als ich zu DDR-Zeiten immer wieder meine Eltern dort besuchte, war ich, wie jemand aus dem Westen, mehr und mehr fasziniert von der seltsamen Ausstrahlung der maroden Fassade, der heruntergelassenen Rollläden und zugenagelten Schaufenster. Dahinter hatte sich einstmals öffentliches Leben in der Innenstadt abgespielt. Bruchstückhaft erhaltene Schriften erzählten von früheren Besitzern und ihrem Gewerbe. Die Räume dahinter beschäftigten meine Fantasie. Das war für mich wie ein Symbol für die alte DDR, erstarrt, unzugänglich, heruntergekommen und von den Zeitläuften überholt, aber dennoch von morbidem Reiz. Nach der Wende hoffte ich, dass sich diese Räume öffnen und neues Leben einziehen würde. Und so begann ich damals, die Entwicklung der Innenstadt von Weißenfels zu beobachten. Ich habe sie 5 Jahre lang dokumentiert. Da meine Eltern ein über 100 Jahre bestehendes Schreibwarengeschäft in der Innenstadt bis in die 70er Jahre geführt hatten, bin ich in diesem Milieu der kleinen Geschäftsleute aufgewachsen. Zwar bin ich in den 60er Jahren in den Westen gegangen, um Filme zu machen, aber nach der Wende habe ich dieses traditionsreiche Geschäft wieder aufgebaut, um es vor dem Untergang zu bewahren. So bin ich nun in Weißenfels nicht mehr nur Besucher meiner Heimatstadt, sondern selbst in die Welt der Läden und Kneipen hineingewachsen. Doch ich wohne nach wie vor im Westen. Ich wollte beobachten, ob sich vergleichbare Strukturen wie in den alten Bundesländern herausbilden würden oder ob es möglich wäre, einen eigenen Weg zu gehen und mit den Erfahrungen im Westen Fehler im Osten zu vermeiden. Und schließlich wollte ich zeigen, wie einige Weißenfelser versuchen, in einer schwierigen Zeit ein neues Leben zu lernen.
35 Kilometer südlich von Halle und Leipzig liegt Weißenfels an der Saale. Die Stadt hat heute ca. 37.000 Einwohner und war lange Zentrum der Schuhherstellung in unmittelbarer Nachbarschaft der Chemiestandorte Leuna und Buna. Dazu am Rande der mitteldeutschen Braunkohlereviere. Weißenfels ist eine Arbeiterstadt. Wie überall in der DDR bricht nach der Wende die Industrie zusammen. Schnell sind über 25% Arbeitslosigkeit erreicht, aber die Innenstadt ist noch lebendig. Im 18. Jahrhundert war Weißenfels für 90 Jahre Sitz des Herzogtums Sachsen-Weißenfels mit der Residenz auf Schloss Neu-Augustusburg. Seitdem ist das eigentlich zu große Schloss zur schönen und teuren Kulisse verkommen. Doch es war und ist das Wahrzeichen der Stadt. Und wir kriegen 446 plus die 70 Mark, die uns das gegeben hat. Für 50 Jahre Arbeit, 51 Jahre. Für 50 Jahre kriegen wir 450. Und Selbstständige werden hier durchgeschützt. Das wird schlimm werden hier für die Stadt, denn strukturmäßig sieht es ja böse aus. Ne? Die Schuhindustrie, denke ich nicht, dass die großen Chancen hat, das hier zu überleben. Die Leute haben hier Zeit ihres Lebens gearbeitet. Und hatten es ja nie besonders gut. Ne? Die haben Hitler und alles mitgenommen. Und jetzt stehen sie dann plötzlich da, wieder vorm Ruin. Ne? So ungefähr. Viele machen sich hier Gedanken jetzt wegen der Währungsunion. Die alten Menschen fühlen sich auch unter Druck gesetzt durch die Meldungen der Zeitung. Da wird immer viel erzählt. Sie würden ja Geld verlieren und Ähnliches. Ne? Ist natürlich für die Leute auch schwer zu verstehen. Ne? Zunächst einmal, was heißt Währungsunion? Das heißt, dass die deutsche Mark wahrscheinlich ab 1. Juli dieses Jahres auch in der DDR das einzige gesetzliche Zahlungsmittel sein wird. Die D-Mark ist die stabilste Währung der Welt. Und nehmen Sie mir bitte die Kommunalwahlen an. Bei aller Sympathie für Sozialdemokraten und Grünen und was es sonst noch geben mag, irgendwann werden wir auch mal wieder regieren, in der Demokratie ist es so. Aber im Moment lasst sie weg. Im Moment ist das wirklich nicht das Richtige. Im Moment ist es besser, wir machen. Es kann sich in der Zeit trotzdem jeder noch mal überlegen, wer eventuell für eine Kandidatur oder zu einer Kandidatur bereit wäre. Auch für die Stadt. Und ich möchte doch bitten, dass sich hier noch einige Parteifreunde doch noch finden für den Kreistag. Wir möchten noch keine Stimme verschenken. Also Mut, Mute hier ran. Also Renten völlig klar, 1:1 und dazu die Dynamisierung der Altersrente. Die Rentner werden die Gewinner dieser Umtauschaktion sein. Das ist das Erste. Der gleiche Tag noch der Hinter Seite. Uns wird die Gruppe noch aufnehmen, wenn man die Zeitung bringt. Das ist das Ende Lied. Nur Waggons, Waggons, Waggons. Wir arbeiten immer genau noch so wie früher. Scheiße, das ist doch scheiße. Sinnlos. Das ist so. Ich kann meine Beifächer und Beine Kaffee unterbringen. Ach, meine Sinnlos. Bei uns stehen 5 Häuser frei. 5 Häuser mit großen Wohnungen. Überall mit Kinderzimmer. Große Kinderzimmer. Warum wird das nicht noch auf Vordermann gebracht, dass das doch, Leute einziehen können? Wir haben da noch wieder Leiter gekriegt, das müsste der Alarm sein. Das sind die Daumen. Wir da wissen nicht mehr, wohin, die Lager sind voll. Das ist scheiße, sowas. Kannst du mal zeigen, was du willst. Sollst du noch Lust haben zu arbeiten hier? Ja, ja. 5 Häuser stehen frei. Dann nahe unter uns, bei uns ist Platz mit dem Wand. Ein denkmalgeschütztes Haus, das verfällt. Guck es das mal an. Was die Leute machen, da machen sie Autohof draus. Das war früher nicht Mode. Ja, ich wollte nur noch mal informieren. Ich
Sie wünschen bitte? Ein Kilo Bananen, na bitte. Aua. Gute Frau, soll ich was abreißen oder soll ich Ihnen das lassen hier? Heute ist der Markt gefüllt mit Händlern aus der Bundesrepublik. Am 18. November standen hier sicherlich 6.000 Menschen auf dem Markt. Abends 17 Uhr, weil sie nicht mehr in die Marienkirche reinkamen, in die alleine auch schon 2.000 bis 3.000 Menschen passen. Was natürlich normalerweise über Jahrzehnte nicht der Fall war, dass so viele Leute sich in die Kirche drängelten. Aber da war die Wendezeit hier zumindest im Kreis und in der Stadt, aber ich glaube auch in der ganzen DDR auf ihren Höhepunkt am 18. November. Wir hatten hier 4 Wochen vorher schon Friedensgebete gehabt. Unser erstes war am 18. Oktober, 3 Tage nach der kritischen Situation in Leipzig, wo die Soldaten auch aus unserer Kaserne hier oben hinterm Schloss ausgerückt waren mit Schießbefehl, um die Demonstranten in Leipzig auseinander zu jagen. Der erste Sekretär der hiesigen Kreisleitung der SED hatte gesagt zu den Leuten, die zum Friedensgebet versammelt waren, wenn die Ratten die Köpfe aus den Löchern stecken, dann schlagen wir sie tot. Das war der Auftrag der Kampftruppen und das hat ihn allerdings nun auch ganz schnell selbst, nicht den Kopf, aber seine Stelle gekostet, sodass wir bereits im November eine neue Kreisleitung hatten und seit Dezember hier eigentlich sehr konstruktiv am runden Tisch, eine Woche eher noch als in Berlin, zusammenarbeiten und von da aus auf, wie man es so schön sagt, basisdemokratische Weise die Geschicke dieser Stadt und des Kreises in die Hand genommen haben. Natürlich war es hier auch so wie überall oder fast überall, der Gesprächsleiter war ein Pfarrer, nämlich ich. Und durch die Friedensgebete bin ich eigentlich mehr oder minder in eine Rolle hineingeraten, die ich mir auch hätte vor einem halben Jahr nicht träumen lassen, nämlich so eine Art Stellvertreter des Bürgermeisters oder amtierender Bürgermeister und Landrat zugleich zu sein. Allerdings mit der intensiven Zusammenarbeit des alten Landrates und Bürgermeisters, ohne die wäre es auch nicht gegangen. Gewollt haben wir das vielleicht von der Sache her, aber wir haben es vielleicht nicht ganz so abrupt gewollt. Aber ich sage mir lieber Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Also in der Hoffnung, dass auch auf der Strecke das wieder besser wird, da sehen wir schon erwartungsvoll in die Zukunft, ja, aber im Moment ist eben außer viel Versprechung Konkretes eben noch nicht zu packen. Der momentane Zustand ist, dass keiner eine Entscheidung fällt, ob so lang oder so lang, ob man das nur so machen sollte oder so machen sollte. Das ist diese absolute Sprachlosigkeit. Und die ist ja nicht erst seit jetzt, ein Vierteljahr ist ja das schon sprachlos im Grunde genommen, wenn ich mir das so überlege. Man sagt immer so schön, wir sind gelernte DDR-Bürger. Wir haben uns also den Schwierigkeiten, den speziellen Gegebenheiten, wie sie bei uns waren, angepasst. Ja, wir haben es verstanden, Dinge zu beschaffen, die es eben offiziell nicht gab, die es aber doch auch hatte. Ja. Und jetzt ist die Situation eben eine völlig andere, wenn die Grenzen offen sind, wenn die Währungsunion da ist. Und diese Umstellung, die fällt uns eben wahrscheinlich doch ein bisschen schwer. Es geht schon damit los, dass wir bisher gewohnt waren, dass eben eine Ware, egal wo, überall dasselbe kostete. Jetzt muss man anfangen und gucken, wo ist das Angebot das günstigste? Die Schulung des Einkaufens ist das Wichtige. Das möglichst billig und möglichst günstig zu kaufen. Und man muss nicht das Erste, das gibt es ja überall. Man muss das am günstigsten und am besten kaufen. Und damit dem Kunden das am billigsten anbieten können. Und den reinen Handwerksbetrieb, den wird es wohl in Zukunft nicht mehr geben. Es muss was in dem Handwerksbetrieb mit dran sein, wo du noch eine zweite Einnahmequelle hast. Zum Beispiel als Handelsbetrieb noch. Aber das konnte man ja vorher gar nicht machen. Ja, aber wenn Sie schon sagen,
Es muss noch was. Es ist doch aber auch deprimierend, wenn der Handwerker als reiner Handwerker nicht mehr bestehen kann. Das gibt es ja in der Bundesrepublik, gibt es ja den reinen Handwerksbetrieb nicht mehr. Es sei denn, in der Autobranche, dann hat er aber eine Wäscherei mit dran und dann hat er auch eine Tankstelle vielleicht mit unter Umständen dazu und hat da in der Tankstelle, bietet er eben noch Süßwaren an mit und Filme und sowas. Das kennen wir doch auch. Wir sind doch nicht dümmer. Wir sind das vielleicht unter Umständen nicht gewöhnt, dieses Aufpassen, dieses ganz genaue Rechnen und dieses. Aber das ist doch zu lernen. Wir sind doch nun nicht so alt, dass man das nicht mehr lernen kann. Was soll da der Kollege sagen, der kurz vor der Rente ist und so und sich jetzt umstellen soll? Also ich meine, ich finde es ganz gut, dass sich nur endlich was ändert. Wir sind ja deswegen auch auf die Straße gegangen und haben gerufen, wir sind ein Volk. Und jetzt müssen wir nur auch mit den Gegebenheiten leben. Und ich meine, sicherlich ist es bedenklich und dieses und jenes. Und meine, klar, ist immer was Neues, beängstigt einen immer, aber dass ich nur richtig vollends davor Angst habe, es kommt sowieso so, wie es kommen muss. Ja, vollends Angst haben wir auch nicht. Also, dass man nun sagen, dass man nun resignieren, so nicht. Ja, wir machen was draus. Wir sind es gewöhnt, irgendwo zur Miete zu sein. Also, die Werkstatt ist gemietet, der Laden ist gemietet. Ja? So, bisher waren bei uns Mietverträge praktisch unbegrenzt. Die wurden abgeschlossen und konnten an für sich jetzt von dem Mieter gekündigt werden, aber nicht vom Vermieter. Es sei denn, über Eigenbedarfsklage oder aus anderen triftigen Gründen, also sprich keine Miete bezahlt oder so, aber ansonsten eben nicht. Und jetzt ist die Situation doch die, dass zum Teil alte Eigentümer wieder ihre Rechte geltend machen, dass andere, die jetzt mehr bieten, kommen können und dann wissen wir nicht, kann hier ein Verdrängungsmechanismus in Gang kommen. Ja, dass eben starkes Kapital kommt und uns ganz einfach verdrängt. Ja, dass Mieten dann, um uns loszuwerden, notfalls eben in astronomische Höhen gedrückt werden oder gedrückt werden können, wo wir einfach nicht mehr mithalten können, wo wir dann eben die Segel streichen müssen. Ja, beziehungsweise, dass eben jetzt jemand das Grundstück erwirbt, kauft, weil er Vorkaufsrechte hat oder weil er ganz einfach eben das Kapital hat, uns zu kaufen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich dieses große Geschäftsgrundstück käuflich gar nicht erwerben, selbst wenn es zu haben wäre. Und dann sagt so, ich brauche das jetzt selber, seht zu. Ja. Nach unserem bis heute geltenden Recht ist das nicht möglich, aber das kann ja alles kommen. Denn bisher waren Immobilien, gerade in Innenstädten und Mietshäuser, an für sich nicht schwer. Ja, die hatten einen Einheitswert, also sie wurden unter Einheitswert oft gehandelt, sie wurden verschenkt, an den Staat verschenkt, aus den bekannten Gründen. Das sieht jetzt schlagartig anders aus. Und da könnten Bedrohungen auf uns zukommen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Und hab ich mal Kummer und zählt mir der Mut, das Lied meiner Mutter macht alles wieder gut. Heut sing ich das Lied, das die Mutter mir sang. Lang, lang ist her, lang ist her. Es hat mich begleitet ein ganzes Leben lang. Lang, lang ist her, lang ist her. Leb wohl, liebe Mutter, ich danke dir so sehr. Lang, lang ist her, lang ist her. Zu guter Letzt kannst du doch nur nach vorne gehen und nicht nach hinten, wenn ich mir das angucke. Denn es ist ja auch so, die geben ja ihre Mark damit dafür her. Und wenn das jetzt
Bis Gott in die Hose geht, dann geht Ihre Mark ja da drüben auch mit in den Arsch. Also sind Sie ja mit uns in die Schicksalsgemeinschaft. Also müssen Sie schon dafür sorgen, dass es bei uns nach vorne geht und nicht nach hinten. Es sei denn, Sie wollen uns als Billiglohnland. Dazu müssen wir aber, wir sind ja danach auch den Ihrer Wähler zu guter Letzt, wenn das eine deutsche Einheit wird, in dem Moment. Dann muss ja der Herr Kohl oder der Herr Lafontaine danach auch uns als Wähler ansprechen. Und da kriegt ja sicherlich nicht unsere Stimme, wenn der nicht in unsere Richtung arbeitet. Wir werden mehr Miete zu zahlen haben. Es werden durch den Abbau der Subventionen verschiedene Produkte teurer werden. Und so ist es schon einmal Neuland, was wir betreten müssen und was wir hoffen, auch entsprechend meistern zu können. So fällt der Abschied von unserer Währung natürlich nicht schwer. Am Anfang gab es eine sehr starke Distanz zwischen den ehemaligen Funktionären, Ratsmitgliedern, sage ich mal so, die ja eigentlich in dem Sinne keine Parteifunktionäre waren, wie der Parteisekretär eines Betriebes oder die SED-Kreisleitung, und mir, weil das Misstrauen einfach so groß war, zum Beispiel, dass diejenigen, die jetzt plötzlich hier irgendwelche Macht gekriegt haben, auf ganz unverständliche und unvorstellbare Art und Weise, ja auch für uns selber, dass diejenigen nichts anderes im Sinne haben könnten, als die alle ins Gefängnis zu stecken. Ja, und das wäre auch sogar durchaus nicht so unwahrscheinlich gewesen. Bloß, das konnte ja von vornherein nicht unser Wunsch, unser Ziel sein, unsere Vorstellung sein, sondern wir haben gleich gesagt, wir müssen hier zusammenarbeiten, um das, was hier zerstört worden ist, in vielen Jahren, real existierenden Sozialismus wieder aufzubauen. Und das müssen wir gemeinsam tun. Und haben einfach über den runden Tisch angefangen, zusammen zu arbeiten. Zuerst ziemlich behutsam und eben nur auf Distanz. Aber dann immer mehr auch gestaltend, vor allem vorbereitend. Wir haben noch nicht die Welt eingerissen hier, sondern haben versucht, unsere Stadt einzustellen auf eine kommende soziale Marktwirtschaft, auf die ganzen Umstrukturierungsprozesse im Verwaltungsbereich. Und da habe ich eben das Erlebnis gemacht, dass viele von denen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, einige Ratsmitglieder ganz besonders, die also bisher auch Verantwortung getragen haben im kommunalen Bereich, dass die immer freudiger mit mir, mit uns Neuen zusammenarbeiteten und sich von sich aus sogar engagierten an Stellen, wo ich es nicht erwartet habe. Und dann auf die Frage hin, die wir dann irgendwann mal im persönlichen, vertraulichen Gespräch aufgeworfen haben, wieso machst du eigentlich jetzt so mit, geantwortet haben, ja, ich habe gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich schon immer tun wollte. Dass ich jetzt endlich was gestalten kann in dieser Kommunalpolitik, dass ich plötzlich selbst Verantwortung habe und dass ich auch mit dieser Verantwortung umgehen kann und dass ich sehe, dass was draus wird. Langsam zwar, aber es verändert sich und ich habe einen Teil dazu beigetragen. Und das Schmerzliche dabei ist nur, dass ich jetzt an einem Punkt, wo ich selber wieder Freude an der Arbeit habe, wo ich mich, ich hätte eben beinahe als Pfarrer gesagt, erlöst fühle, aber wo ich mir gelöst vorkomme, dass ich da aufhören muss mit der Arbeit, dass ich meine Verantwortung los werde, denn ich muss damit rechnen, nach dem 6. Mai, nach den Kommunalwahlen, dass ich also nicht mehr Ratsmitglied bin, das ist ja schon ganz klar, die haben nicht kandidiert. Und die Frage ist, ob ich überhaupt in irgendeine verantwortliche Stelle aufgrund meiner Vergangenheit berufen werde. Und das ist die eigentliche Tragik vielleicht in so einer Biografie. Diejenigen, die also so verbohrt waren, dass sie nicht begriffen haben, was hier gelaufen ist und die auch nichts zugeben wollen, die sitzen jetzt zu Hause, meistens waren sie auch alt genug oder hatten genug Geld angehäuft, und schmollen und verstehen die Welt nicht mehr und sagen wie Honecker, der Kranz ist an allen schuld oder irgend sowas Unsinniges. Aber die vielen, die diese Wende jetzt mitvollzogen haben, für die es auch ein innerer Befreiungsprozess gewesen ist, der nachgekommen ist. Für die ist es jetzt tragisch, wenn sie auf einmal wieder zurück in die Produktion müssten, hätte man früher gesagt. Wenn sie auf einmal von dieser Entwicklung wieder ausgeschlossen würden. Die haben sich in alles eingemengt. Man hat
über alles mitbestimmen müssen. Man hat sich in das persönliche Leben der Leute eingemischt, indem man sie alle bespitzelt hat von hinten und von vorne. Da hat man auch einen Haufen Geld rein investiert. Vor was denn? Wem hat denn das genützt zu guter Letzt? Wem nützte denn das? Dass man die Leute mit einer Staatssicherheit, dass die die modernsten Apparaturen hat und jeder private Handwerker, der ein Telefon zu Hause haben will, der muss sonst was für Sprünge machen, um so ein Telefon zu kriegen. Das kann doch wohl nicht möglich sein. Und sie haben sich doch genannt eine Volksrepublik. Na, wo ist denn da was vor unser Volk rausgekommen? Damit ist Herr Manfred Trauner zweiter Beigeordneter des Bürgermeisters. Herr Manfred Trauner, nehmen Sie die Wahl an. Danke. Da gibt es gar keine Debatte. Hier sitze ich in dem Boot und es wird mit gerudert. Ich weiß nicht, ich will mich heute einfach nicht festlegen, ob ich das in 4 Jahren auch noch so sehe. Ob ich mal Bürgermeister sein möchte. Ich weiß nicht, im Augenblick ist das bestimmt kein erstrebenswertes Ziel. Denn dann habe ich noch ein bisschen Verantwortung mehr. Weiß nicht, also ich kann es jetzt nicht, also wegen der Macht mit Sicherheit nicht. Da die Nachfrage eben so stark zurückgegangen ist an handgewebten Artikeln, überhaupt an kunsthandwerklichen Arbeiten, haben wir mit westdeutschen Händlern einen Kommissionsvertrag abgeschlossen und verkaufen Textilien und hoffen dadurch zu überleben erst einmal und nach einer gewissen Zeit dann wieder die Handweberei wieder aufzubauen. Man könnte, ja, obwohl da würde man, wenn man dagegen gucken würde, wenn man reinkommt, das ist auch schön. Oder ich stelle es auf so ein Bötchen hier, das wird es dann zeigen als so auf so ein Ständchen. Ja. Aber haben wir noch ein Ständchen, oder? Außer ja, dem hier. Nee, außer dem. Man hätte noch mehr mitnehmen können. Das machen wir gleich. Ja, wir fangen wir erst an. Ich bin aber auch alles unbedingt, aber egal. Ich meine, wenn wir jetzt wissen, wie das läuft und wir können uns können mal abschätzen jetzt mit einem Artikel und ich bin mir sicher, das läuft und der verdirbt mir nicht, der ist vielleicht ein bisschen zeitlos und nicht so saisonabhängig, dann kann ich mir es auch wagen, in Kredit zu nehmen. Ja? Aber nicht mit einer Ware, wenn die ersten Erfahrungswerte mal irgendwo liegen, ja, das muss ja in ganz kurzer Zeit schon sein, ja, denn eine gewisse Nachfrage oder Interesse oder Bedarf, der ist ja jetzt zur Zeit doch. Papa, hast du den Kassenzettel, den Kassenblock irgendwo, den hatte ich auch zu Hause mir mitgeben lassen? Nein, das sind meine, ja, gib das mal her, bitte. Die sollten mir doch ein richtiges Etui dazu tun. Ja, ich auch dabei. Ja, gibt's noch. Ja, das ist ja wieder für ein Betrachtungsbuch, aber... Das ist schön. So, und das legen wir auch mal da hin. In der Mitte? Mein Stift habe ich auch noch mit greifbar. Ja, so, alles da. Kugelscheibe sind da. Alles da. Na schön, danke. Herr Deutschmann, jetzt gucken Sie vielleicht mal, vielleicht kommen Sie erstmal, dass wir das mal zusammen notieren. Normalerweise hat jedes Teil Blusen sind ein Lager, Röcke sind ein Lager, Bläser sind ein Lager und jedes Lager hat seine Nummer. Sagen wir, die Bläser haben 215, die Blusen 260, ich sage es jetzt nur mal als Beispiel. Die sind auch hier ersichtlich, aber das ist für Sie jetzt noch zu schwierig. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, notieren Sie einfach einen Rock, eine Bluse, Sie schreiben aus, was es ist. Ja. Und wir haben ja die Etiketten und können das zu Hause dann anhand der Etiketten nochmal vergleichen und ein Bläser. Ja? Ja, ist gut. Und jetzt haben wir hier, hatte ich der Frau Kunze mal da den Sonderpreis. Das war... Ja. Ich weiß ja nicht genau, wie lang mein Tisch ist. Also die Decke ist 1,50 Meter. Lang. Und in der Breite 1,10 Meter. Und dann habe ich es hier noch in dem Heft. Und was kostet das so eine hier? Die ist 107 Mark. Und die hier auch? Dasselbe. Das ist und in Westmark ist es dann? Also in Westmark direkt? Nein, unser Geld. Unser Geld. Was er in Westmark kostet, kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber es wird
nicht wesentlich billig. Etwas, aber nicht wesentlich. Denn wenn Sie überlegen, im Materialpreis ändert sich nicht viel und die Löhne bleiben und die übrigen Kosten steigen. Ja, ja. Da komme ich noch mal, wenn es die andere Markt gibt, ja? Na, ja. So, Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin auch kein Wirtschaftler. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ich habe es mehr subjektiv oder mehr gefühlsmäßig, dass mir das nicht alles schmeckt. Weil ich mir auch sage, diese Wirtschaft, die nur auf Steigerung, 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 auf Wachstum, Wachstum, Wachstum basiert und nur so funktionieren kann, dass manchmal denke ich, das muss irgendwann eine Knall geben. Ja. Das Geld wird angelegt, bringt Zinsen, das Kapital vermehrt sich, ohne dass die Leute viel dazu tun. Wer einmal Kapital hat, der legt Zinsen und das wird mehr und mehr und mehr. Ja? Durch den ganzen Kapitalmarkt. Ohne dass er noch was dazu tut, im Grunde. Aber irgendjemand, und das ist doch eigentlich mal, das mag jetzt ein primitiver Marxismus sein, dass der Wert praktisch nur durch die Arbeit des Menschen schafft. Also irgendeiner muss ja die Werte schaffen. Wert schafft sich doch nicht irgendwie aus sich selbst heraus. Ja. Und da frage ich mich manchmal immer, wer sind denn nun eigentlich die Betrogenen, die diese Wirtschaft ermöglichen? Das ist wirklich, das ist die Ausbeutung der dritten Länder, sicher. Ich meine, ich gebe ja zu, wenn ich hier Westdeutsche arbeiten sehe, so das Fleck, das hat alles Hand und Fuß und werden wir noch grübeln und überlegen, wie machen wir es denn da, haben die schon fertig. Das gebe ich ja zu, dass da mehr kommt. Ja. Aber, wie soll ich das sagen? Naja, wir sind zwar jetzt eins, aber ihr seid immer noch die Buren und wir sind die Kaffern. Die Kaffern. Also, das trifft so ungefähr das, was ich schon in der Vergangenheit so manchmal ein bisschen hatte, dass wir manchmal sagen, wir kommen uns vor wie so ein Kolonialvolk und die Kolonialherren, die jetzt hier uns vereinnahmen. Nicht von allen, aber oft so ungefähr. So richtig identifizieren konnten wir uns nie mit der DDR. Eigentlich jetzt zum Schluss, wo sie untergeht, eigentlich mehr, aber auch nur aus Stolz, weil wir uns dagegen wehren, so namenlos vereinnahmt zu werden. Das war immer unsere Stärke, die bevorzugte Bedienung, was praktisch bei den staatlichen Betrieben doch nicht so war. Diese individuelle Bedienung, das war immer unsere Stärke, dass wir praktisch diese Zeit überlebt haben. 11% war die Handelsspanne. Das ist ja nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wenig wir da praktisch verdient haben. Ja. Und trotzdem, ja, die Löhne waren nicht so hoch, die Kosten waren nicht so hoch und dadurch könnte man das doch irgendwie ausgleichen. Jawohl, das ist der letzte Tag. Ab 1. Juli bin ich wieder rein privat. Das ist ein historischer Augenblick zur Zeit. Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mama, sie schenkt mir doch ein Pferdchen. Ein Pferdchen wär mein Paradies. Wir hatten ehemals, wie das alles ja losging, die neue Zeit, hatten wir relativ frühzeitig einen Partner aus der Bundesrepublik, auch einen Sporthändler. Und mit denen waren wir eigentlich ganz gut liiert und wollten hier zusammen das Sportgeschäft betreiben auf Privatbasis. Es wären nicht alle, aber eine große Zahl der Mitarbeiter hier geblieben, hätten weiterhin eben ihren Sport verkaufen können. Zwischenzeitlich kam da auch diese Privatisierungsaktion. Das sollte ja dann auch entfochten werden. Da wurde uns schon gesagt, jawohl, ihr könnt. Und schon waren neue Besitzer da und ja, und das setzte sich dann fort und diese neuen Leute, die suchen natürlich ordentliche Mieter. Ich
Ich meine, wir haben keine Läuse und keine Flöhe, wenn man davon ausgeht, aber Sie wissen ja sicher, was die Leute meinen damit und das war uns eigentlich auch ganz klar. Aber letztendlich ist es eben so, dass die meistbietend das Ladenlokal hier vermieten wollen. Und das wird wahrscheinlich in den horrenden Mietpreisen liegen, die die Leute verlangen. Also mir wurde von, ich will jetzt den Namen nicht nennen, von den neuen Leuten, wir wurden da Summen genannt von, naja, 50 bis 60 Mark pro Quadratmeter. Und ich würde sagen, das kann sicher hier auch das tollste, das größte Unternehmen nicht zahlen. Naja, nun sitzt man eben da, nun ist es aus da und wir wollten das dokumentieren, indem wir unten den letzten Tag Kunde gemacht haben mit der alten Flagge. Und dann haben wir gesagt, dann unterstützen wir das mit noch einer Flagge. Das bedeutet aber nicht, dass wir nun rote sind oder so. Keinesfalls, das sind wir wirklich nicht, mit Sicherheit nicht. Das sollte nur unser stiller Protest hier dokumentieren, die Fragen. So sieht's aus. Oder wir wollen zeigen, ja gut, wir sind nicht ganz einverstanden damit, was mit uns geschehen ist. Das hat aber, wie gesagt, nichts mit der Politik zu tun. Rein allein unsere Sache, die wir hier versucht haben zu machen, die misslungen ist. Aber dass denn mit wahnsinnigen Preisen denn spekuliert wird und dann letzten Endes dann noch die Leute irgendwie über die Klinge springen, das muss ich sagen, das missfällt mir. Der Beruf von einer Verkäuferin ist ja der Umgang mit den Menschen. Ja? Und gerade wer zu dem Beruf wählt, ist sich ja auf alle Fälle klar, dass du mit Menschen umgehst. Und plötzlich wirst du jetzt zu Hause in deine vier Wände gesetzt, du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr, du hast nur noch ein kleines Umfeld. Irgendwie stumpft man doch dann ab. Ja? Was nützt denn das, wenn Sie jetzt mit Bekannten oder Verwandten zusammenkommen? Es ist immer wieder ein dasselbe Thema. Die sind schon arbeitslos und du bist auf dem Wege zur Arbeitslosigkeit. Da kommen doch keine Gespräche mehr zustande. Früher hast du gefragt, wie geht's und wie was macht er heute oder feiern wir heute mal zusammen? Das kommt doch heute gar nicht mehr. Wer feiert denn heute noch? Oder setzt sich das Wochenende mal groß zusammen? Es wird im Großen und Ganzen nur noch diskutiert. Weil jeder Zweite, kann man doch bald sagen, ist arbeitslos. Ja, dann tschüssi. Okay, tschüss. Macht es gut, ich tschüss. Wünsche euch was. Ja, tschüss. Ja, genau. Oh, nee, ich bin gleich fein. Wenn wir das, was wir für die Arbeitslosigkeit bezahlen, wenn wir das in Arbeit stecken, ob das nicht besser ist. Und da ist besser, die zahlen solchen Leuten Geld dafür, dass sie arbeiten gehen, als wir sie solchen Leuten Geld dafür zahlen, dass sie zu Hause sind. Die Arbeitslosigkeit wird bezahlt. Es gibt zu viel Arbeit. Wir haben Dreck aller Orten hier. Die Stadt ist dreckig. Und warum soll jemand, der davor was anderes gemacht hat, was bis ich hier stehen, warum sollte der da nicht mitmachen dürfen? Das ist ja nicht ehrenrührig, es in seiner Stadt mit Ordnung zu schaffen. Also irgendwo muss es da Lösungen geben, da müssen sich was einfallen lassen. Denn das Problem wird in der Zukunft immer mehr stehen. Konjunktur steigt, steigt, steigt. Und dabei, IHK-Geschäftsbericht habe ich gelesen, dabei sinkt die Beschäftigung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Höhen und Tiefen, die man ja miterlebt hat, dahingehend, dass man Hoffnung hatte, jawohl, jetzt geht's weiter im beruflichen Leben. Ich habe früher auch immer gedacht, du bist eigentlich nervenstark oder dich berührt das nicht. Und also ich wäre nachts um zwei beispielsweise am Wunder und dann kann ich bis früh eine Viertelstunde vorm Aufstehen nicht mehr einschlafen. Ja, also so, naja, das ist ja schon ganz schön bei Nerven, ja, an der Kraft. Ja. Es ist eben, wie gesagt, die Sorgen, die man jetzt in der neuen Zeit hat. Ja, das betrifft nicht alleine nur uns, das wird ja an sich jeden betreffen. Jeder macht sich hier Gedanken um seine Zukunft, speziell eben auch hauptsächlich der Arbeitsstelle. Ja, das ist das Wesentlichste.
Und das wird natürlich bei der Frau Sorge auch so sein. Ja. Das ist genau das Gleiche. Dass man doch irgendwann mal eine Chance sehen könnte, irgendwas mal wieder in diesem Beruf zu tun. Naja, ich schaue noch mal nach hinten, ja? Hatten wir eigentlich nicht gedacht, dass wir heute schon so eine Resonanz haben. Also es beruhigt uns auch ein bisschen, wenn sich das so fortsetzen sollte, wäre das ein gutes Omen für unser Geschäft, dass heute schon so viele Kunden gekommen sind. Nur ich sage mir, wenn man sowas aufbaut, müsste man dann davon ausgehen, dass man gern gesund ist und dass es hier im Moment nicht gegeben. Und darüber muss man sich halt entschuldigend Gedanken machen. Wenn es so sein sollte, dass ich längere Krankheitsphase oder was weiß ich noch, oder kurze Zeit zu leben habe, dann werde ich natürlich versuchen, hier auszusteigen. Das ist irgendwie schon klar. So würde ich das sehen. Die Chance wollen wir nutzen, dass wir uns dann noch so einen guten Ruf hier aufbauen. Dass die Leute dann halt, falls ein zweites Geschäft dazukommt, zuerst zu uns kommen. Das wollen wir hoffen, ne? Ein Pferdchen will mein Paradies, Mama, sie traue Pferde, wollte ich nicht. Traue Pferde, wollte ich nicht. Du dann auch nicht aufzuhalten. Nein. Ich muss das von meinem Kopf sein. Was denn meinst du? Ach, nein, halt oben. Warte, das geht ja bloß bis her. Das wird hier eingenäht. Und hier unten auch. Nee. Ja, dann ist es ja nicht lang. Geht hier nicht. Und ob ich dann weiß. Weiß habe ich ihn auch. Ja? Nehme ich doch vielleicht lieber im Weiß. Na? Ja? So, ja. Gefließt aber nicht, dann höchstens so im Format hier. 24,95. Ja, das ist ganz gut, der Muster. Ja, die Firma Tischer Jüdenstraße, Ex-Nebenport von Büstenhaltern und so weiter. Du weißt, wie es ist, ja. Ja, unser Haus ist verkauft. Hier sollen demnächst umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden. Eine Anfrage dieses neuen Bauherrn, ob ihr sowas eventuell auch mitmachen könnt oder ob ihr freie Kapazitäten habt. Das ist wie, so wie vor einer Operation, ne? Wenn man weiß, am 1. Mai wird der Blinddarm entfernt. So ungefähr ist dann unser Gefühl, ne? So 14 Tage vor der Angst. Und an dem Tag muss eben hier alles raus sein, ja, was drin steht. Außer den Lampen vielleicht. Naja, die Gefühle sind nicht die schönsten, aber ich versuche ja immer wieder die positiven Seiten rauszukehren. Irgendwann muss jeder seinen Arbeitsplatz verlassen, der eine unfreiwillig war, der gekündigt wurde, der andere halb freiwillig war, dann vor Ruhestand geschickt wird. Und wir, weil der Besitzerwechsel des Hauses ansteht. Tja, und da muss ich halt die Kundschaft an neue Gesichter und andere Geschäfte und eine andere Geschäftslage irgendwie gewöhnen. Ne? So brutal das klingt, aber anders geht's halt nicht. Und aus der Sicht gesehen und auch im Zusammenhang mit der innerstädtischen Entwicklung des Handelsnetzes
würde ich sagen, ist der Moment gar nicht so sehr ungünstig. Weil die Konkurrenz an allen Ecken und Kanten aus dem Boden wie die Pilze wächst. Und dann auf der grünen Wiese die vielen Filialisten und Gewerbegebiete aufmachen und die Kaufkraft wächst nicht in dem Umfang, wie das Angebot an Verkaufseinrichtungen wächst. Sodass gezwungenermaßen in allen Geschäften die Umsätze zurückgehen werden. Wie groß sind denn die Mitteldecken? Das 80 mal 80. Das sind Stückchen, welche. Weil zu viele Anbieter da sind und die Kaufkraft eben noch nicht. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern, ehe die Leute so viel Geld im Portemonnaie haben wie in den alten Bundesländern. Die kosten 18,95 Mark. Oder sowas hier, 16,95 Mark. Das ist auch schön. Ja, vor der Wende haben wir ja 2,5 Millionen Mark umgesetzt auf 100 Quadratmeter Verkaufsraumfläche. Mit ungefähr 10 vollbeschäftigten Einheiten. Und nach der Wende ist es dann auf ungefähr 45% zurückgegangen. Bedingt natürlich durch die fehlende Kaufkraft und bedingt durch die niedrigeren Preise. Eine Strumpfhose hat bei uns hier 40 Jahre lang die billigste, 9,50 Mark gekostet. Und heute kostet eine normale Strumpfhose 2 Mark, ne? Logo. Dass dadurch schon bedingt die Umsätze fallen mussten. Vorher war hier, hatten wir fast eine Monopolstellung im Kurzwarenbereich, weil das sehr viel Arbeit machte, heute auch noch macht. Und wir dank unserer Privatinitiative natürlich ja alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um Ware zu beschaffen. Das kriegen Sie drüben, da habe ich Ihnen Zettel gegeben. So länger nicht. Ein bisschen länger soll das sein. Sie wechseln Sie dann nachher bisher her. Ja. Wenn Sie nur Glück haben von Investorschaft, und die haben dann so Spezialsachen, ja. Und wir haben es bloß bis hier, ja, dann geht es bloß unter den Fußen. Nee, Sie wollten es ein bisschen länger machen. Ich weiß schon. Dass man das nur jetzt anziehen kann, ja. Da vorne haben Sie da bestimmt Glück. Bestimmt, die haben so Spezial, also, ja. Auch über Schuhfabriken haben wir ja viele unserer kleinen Zutaten angeschafft. Dort waren es Überplanbestände, sogenannte, wie solche Halbringe und kleine Karabinerhaken und Schließen und alle möglichen Sachen. Reißverschlüsse haben wir dort zu Hunderten gekauft, weil der Großhandel nicht in der Lage war, die Mengen und Formen zu bringen. Das hier noch ein eklatantes Beispiel für unsere Ideen, die wir hatten hier während des Vierten Reiches. Dieses Schustergarn hier hat die Schuhindustrie auch stehen gehabt und wusste nicht mehr, was sie damit machen sollen. Und bei uns gab es natürlich kein Häkelgarn für Deckchenhäkeln. Und dann gab es irgendwann eine Materialbörse, wo die ihre Überplanbestände angeboten haben. Und da kam ich natürlich schlagartig auf den Gedanken, das als Häkelgarn den Leuten anzubieten. Und siehe da, die Leute haben es gekauft. Und da haben wir im Jahr circa eine Tonne davon gebraucht und verkauft. Stimmt's, Frau Knoll? Das stimmt. In Weiß oder Rohweiß oder größere, noch kleinere Rollen. Da haben wir Tausende von Kunden beglücken können. Die sind aus allen Ecken und Kanten gekommen, aus Halle, weil wir der einzige Markt, die Häkel gerne hatten. Naja, Frau Schmidt. Wir sehen uns mal wieder. Aber sehen Sie zu, dass Ihre Häuser... Ich muss bei uns auch. Schauen Sie, das ist nicht Ihr Eigen. Nein, das gehört Ihnen. Nein, ich habe gesagt, ich wäre Käufer wie wir. Wie wir. Es kommt bei uns genauso. Erst hat er gesagt, der Käufer, der es hier kauft. Ja, wir können drinnen bleiben. Ja, das habe ich auch drin. Das haben wir auch. Aber jetzt fängt er schon an mit Abreißen. Und ein zweiter Laden durchgehend mit diesen Geschichten.
Das ist unser hier, ne? Ja. Ja. Es müssten also alle Stützen raus, deshalb hier mal durchgekreuzt, macht uns statisch Schwierigkeiten, ist aber nach einigen schlaflosen Nächten für den Statiker lösbar. Auch so, dass es keine Probleme gibt. Aber jeder Statiker braucht auch Ideen. Der geht nicht her und sagt, so mache ich, sondern auch Statiker muss Ideen haben und dann kann er es lösen. Nicht nur mal, um für diese Sparte zu sprechen. Und welche Idee hatte er? Ja, das wird abgefangen. Also es heißt, es stehen dann immer außen Stahlstützen im vorderen Bereich. Es stehen da, wo starke Wände drüber sind. Hier sind ja die beiden Hochbaukörper, sprich die vorhandenen Wohnhäuser sind ja hier zu Ende. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Also das tut mir sehr, sehr leid. So ein alteingesessenes Geschäft. Davon werden wir sehr vermischen. Was denken Sie, wenn ich auf der Straße bin? Na, ich sag, das geht. Es gibt ja noch nicht mal einen Schnitt. Dann gibt es ja noch nicht mal mehr einen Knopf hier. Es gibt schon keinen Stopp. Und dann bin ich nicht damit einverstanden. So, und heißt das im Klartext, dass Sie auch das nicht brauchen, weg müssen, nicht wegmachen müssen? Doch, das müsste schon deshalb weg, weil wenn der Hochbaukörper hier stehen bleibt, oben drüber, dann müssen diese ganzen dicken Wände, die heute Lasten tragen, ebenfalls mit Stahlstützen abgefangen werden. Und das muss, also das verteuert die Sache erheblich und ist aus der Sicht des neuen Besitzers für ihn nicht erforderlich, der obere Bereich, nicht erforderlich. Ja, die Entscheidung dazu fällt die Stadt, ich sag's nochmal. Und wenn wir nicht rausgehen aus unseren Stückchen? Da ist eine Menge, hängt da von uns ab. Und wenn wir nicht rausgehen, was macht er dann? Dann müssen wir nach einer anderen Lösung suchen. Ja. Wir haben ja jetzt erstmal so geplant, das bedeutet ja nicht, es ist ja nur eine Planung, die wir Ihnen jetzt erläutern wollen, ja. Frau Tischer. Ja. Die Sie sich also dann mal, wo Sie sagen ja oder nein. Die immer im Gespräch, im Für und Wider der beteiligten Partner ausgehandelt werden muss. Ist bei jedem Bau so. Nicht? Na gut. Ja. Und wenn wir dann sagen, also wir gehen da raus, aber wir gehen nicht auf den Boden, wäre uns das... dazu habe ich jetzt einen Vorschlag gebracht, weil wir uns auch gestern miteinander unterhalten haben und weil wir in der Richtung ebenfalls gedacht haben. Denn man versucht ja so zu planen, wie es für den, der rein möchte und muss in die Wohnung soll, auch sinnvoll ist. Das ist ja unsere Aufgabe. Ob man es immer trifft, das zeigt sich dann im Gespräch. Das kann sein, dass man es nochmal anders macht. Das ist die übliche Verfahrensweise. Nicht? Mhm. Also alles, was Sie hier durchgekreuzt sehen, muss alles weg, Frau Tischer. Das soll weg. So erstmal. Es soll also eine Riesen... Das ist jetzt Ihre Gebäudekante im Moment. Da hinten endet der Laden. Da endet ja der alte Laden und das käme dann dran. Hier haben wir es mal korrekt. 5,80 Meter, ja. Also länger. Hier weniger, ja. 5 Meter im Schnitt. Aber der Flur bleibt, da warst du glaube ich nicht da, der Flur bleibt, der Durchgang nach hier bleibt und der Durchgang hier unter 29 ja. bleibt. Sie haben immer eine Anbindung an Ihr eigenes Grundstück hinten. Ja. Es ist nicht so, dass Sie jetzt einen Spaziergang machen müssen, womöglich um den ganzen Häuserblocks. Sie können jederzeit dadurch den Gang raus zu Ihrem Grundstück. Na gut, das bewegt mich weniger. Ja, gut, gesetzt den Fall, Sie nehmen das hier weg und bekommen die Erlaubnis dazu, dann wollen wir hier rein. Ganz einfach, nicht auf dem Boden. Mhm. Weil wir immer älter werden und keine Treppen steigen wollen, wenn wir hier nachts ins Schlafzimmer wollen. Ja. Dafür haben Sie auch schon einen Vorschlag. Da habe ich einen Vorschlag. Ja, Sie sehen hier die Rückseite meiner Baumaßnahme in Weißenfels. Ich habe das Gebäude Anfang 1992 gekauft. Wir hatten beim Bauen sehr große Schwierigkeiten, sind immer noch nicht fertig. Es ist sehr schwer, mit Ostarchitekten zu arbeiten, die einfach die Ausschreibungsmodalitäten nicht kennen und ganz anders vorgehen als Westarchitekten. Allerdings auch für Westarchitekten ist das Thema nicht sehr einfach zu bewältigen. Ich habe an dieser Baumaßnahme zwei Architekten verschlissen, weil es einfach kaum durchführbar ist, aus einer Entfernung von 500 und mehr Kilometer solche Baumaßnahmen durchzuziehen. Ich baue also nicht nur in Weißenfels, sondern in mehreren Städten in den neuen Bundesländern. Und die Schwierigkeiten sind eigentlich immer die gleichen. Fast alle Städte stehen im Innenstadtbereich unter Denkmalschutz. Man nennt das Ensembleschutz und man ist nie sicher, welche Auflagen man bekommt. In diesem Einschrank sind ca. 400.000 Knöpfe.
die wir jedes Jahr einmal alle in die Hand genommen haben, zur Inventur und gezählt haben. Zählen mussten. Und das hat uns immer relativ lange beschäftigt. Ne? Da waren hier 4 Frauen durchgängig 3 Tage beschäftigt, ehe die ganzen Knöpfe gezählt wurden. Das Museum bekommen die alle. Den gesamten Schrank mit Inhalt. Alles DDR-Produktion. Stellt ungefähr einen Wert von 15.000 bis 20.000 Mark nach. Durch diese Ost-West-Problematik, was den Grundbesitz anbetrifft, hat sich eben die Situation so herausgestellt, dass hier das Haus, was meinem Vater 1887 gekauft hat, eben jetzt verkauft worden ist. In der dritten Generation. Naja, innerhalb der 3 Eigentümer, der 3 Brüder. Weil natürlich Verkauf schneller zu Gelde führt als eine Vermietung. Ja. Und das zählt natürlich bei vielen, die nicht gerade wohlhabend sind, und mehr, als sich mit einer Mietseinnahme zu begnügen. Und da meine Brüder auch nicht so vermögend sind, auch nur freischaffender Künstler der eine, ohne eigene Altersversorgung zum Beispiel, und der andere Bankangestellter, für die ist natürlich dann so ein Drittel Verkaufserlös von den 2 Objekten ein ganz schönes Stückchen Geld. Für mich übrigens auch, aber die 2 haben ja in dem Sinne nichts zu verlieren hier. Wir geben halt unseren Namen hier auf und das Geschäft. So einfach ist das. Ja, für die Vermarktung ist hier hinten ist es von den ursprünglichen Umrissen her ungefähr so geblieben, wie es ist, außer dass hinten der Hofbereich etwas nach hinten hin erweitert wurde und zu Ladenflächen ausgebaut wurde. Dadurch wurde diese ganze Investition eigentlich erst rentabel, sonst hätte sich das gar nicht gerechnet. Wenn es nach den Behörden gegangen wäre, und zwar da wiederum nur nach der Denkmalschutzbehörde, dann hätten das vorne kleine Lädchen bleiben sollen, die man gar nicht vernünftig hätte nutzen können, dann wäre das eigentlich, naja, eine Immobilie gewesen, die für die Stadt, meine ich, nichts gebracht hätte. Und das Gefährliche ist, ich bin hier mit meinem Bauvorhaben noch durchgekommen, weil die Behörden da eigentlich noch gar nicht so richtig schnell gearbeitet haben und Dinge haben durchgehen lassen, die sie heute nicht mehr durchgehen lassen. Und leider ist es dann so, dass Bauvorhaben auf der grünen Wiese, wo es ja diese Denkmalschutzprobleme nicht gibt, ziemlich reibungslos genehmigt werden und natürlich die Kaufkraft aus der Stadt rausziehen. Das bedeutet, dass es eine ganz große Gefahr ist, wenn man im Stadtbereich irgendwie bei den kleinen Lädchen aus früherer Zeit bleibt und nicht auf moderne Läden umschwenkt, dass das Innenstadtleben verödet, dass das Geschäftsleben dort schweren Schaden erleidet. Und ich bin persönlich schon von verschiedenen Maklern gewarnt worden, in solchen Städten wie zum Beispiel Weißenfels überhaupt noch zu investieren. Weil die Kaufkraft von den Zentren, von den umliegenden Zentren abgezogen wird. Und Weißenfels ist da als besonders negatives Beispiel auch hingestellt worden. Ich könnte hier im Ort noch mehrere Gebäude kaufen, in der Fußgängerzone, ich kaufe sie nicht mehr. 10 bis 15 Cent haben wir im Jahr aus der Tschechei bezogen. Und da haben wir ein paar Großabnehmer gehabt, die haben dann maximal 50 Kilo gekauft. Aber ansonsten ist es dann hier an Bastelzorgel so 5 bis 10 Kiloweise verkauft worden. Naja, und jetzt haben wir davon noch ca. 2 Cent übrig und werden sie nicht los.
weil nach der Wende die ganzen Zirkel eingegangen sind. Hatten kein Geld mehr, keine staatliche Unterstützung mehr. Die Interessen sind heute andere. Bastelt kaum noch jemand. Naja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Wir haben es schon verschiedenen Firmen angeboten im Westen, die mit Perlen zu tun haben, aber die haben bisher alle gesagt, der angebotene Preis ist zwar sehr gut, aber wir brauchen höchstens mal ein halbes Kilo oder irgend sowas. Die werde ich wahrscheinlich eines Tages. Was machen wir damit, Papa? Museum schenken oder irgend sowas. Vielleicht kommt dann irgend Besucher im Museum aus Nordamerika und sagt, wo gibt's die Perlen? Und dann wird der Museumsdirektor sagen, gehen Sie dorthin zu Tischer. Der hat noch ein paar. Wäre doch vielleicht was, oder? Was ich hier tue, seit über 40 Jahren bin ich Kunde hier in dem Laden, jede Woche. Und immer haben sie geholfen, immer war irgendwas da in den schweren Zeiten. Und jetzt werden sie kaputt gemacht. Und das kann ich einfach nicht fassen. Kann ich nicht fassen, dass sie so einen Laden zumachen, bloß um Geld deswegen. Das ist eine Unverschämtheit. Haben uns so geholfen in den schweren Zeiten, war immer irgendwie, haben wir was gefunden, ein Geschenk für irgendjemanden. Jetzt machen sie die Leute fertig. Ich will gerade ein paar Blumen reinbringen zum Abschied. Das ist, naja, ist eben wie es ist in der ehemaligen DDR. Hm? Es wäre richtiger gewesen, der Westen hätte gesagt, wir verzichten auf alles. Sie sollen doch jetzt sehen, dass sie selbst vorwärts kommen. Wir haben doch alles drüben. Stimmt das nicht? Und wenn man dann sagt, ich mache einen Schlussstrich, nach 40 Jahren, was wäre denn noch gewesen? Ne? Der Sohn hat der Sohn nicht schwer. Ja, vollkommen. Das wäre eine schöne Geste der ganzen Westleute gewesen. Dann hätten die sich hier auch selbst wieder, bestimmt wieder im Burg gearbeitet. Ja. Das wäre langsam gegangen, aber es wäre gekommen und es wäre... Naja, aber jeder denkt eben nicht so. Ich kenne sehr viel, die anders denken. Tradition und alles wird heute nicht mehr, zählt nicht mehr. Tut mir leid, nicht? Ich war hier auch schon in Geschäften, was mir mitgehört hat. Und ich gucke mir die an und ich freue mich, wenn es jetzt schön weitergeht und wenn es wieder aufgebaut ist. Und das macht mir Spaß. Da habe ich mehr davon, als wenn ich sage, das gehört mir. Schon wie so eine Art Trauerfeier, ja. Letzten Tag am Laden, letzten Tag verkaufen, letzten Tag mit den Kollegen. Und leere Regale und naja, die vielen Worte, die die Kunden uns sagen.
Das geht dann sowieso irgendwann übers Fassungsvermögen hinaus. Es wird dann höchste Zeit, dass Ruhe eintritt, ja, und dass wir in Ruhe hier die Abwicklung machen können, denn ich kann das jetzt nicht so sagen, wie ich darüber denke, ja. Tut mir leid. Meine liebe Frau könnte das sicher besser, weil sie das noch viel mehr ausbaden musste wie ich. Ich habe mich mehr im Hintergrund gehalten, weil ich die technische Abwicklung hier mehr oder weniger betreiben muss und will. Und meine Frau hat die seelsorgerische Abwicklung im Prinzip mit der Kundschaft total übernehmen müssen. Ich kann nicht mehr. Mein Mann auch nicht mehr. Der reißt sich so zusammen. Wir essen also meistens so 7:30, wenn er hochkommt, ist er Abendbrot. Dann sitzt er da auf dem Sofa, was ich überhaupt nicht kenne von ihm, dess der so lahm rumsitzt. Ist 8:30, um 9 ist er, ich gehe ins Bett. Da ist er weg, da ist er fertig. Und dann die Früh diskutieren wir, Mittag diskutieren wir. Es ist grauenvoll. Also, es kann sich niemand vorstellen, wenn er so mittendrin rausgerissen wird, wie das ist. Ich bin 10 Jahre älter geworden, wirklich wahr. Meine Kollegen sagen auch, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Irgendwie müssen wir durch, irgendwie müssen wir schaffen. Wird doch irgendwie gehen. Nee. Wissen Sie, wir kommen aus dem Sudetenland. Wir mussten von zu Hause fort, über Nacht. Wir konnten nichts mitnehmen. Aber da mussten alle gehen. Und da war das eben, das war noch ein anderes Gefühl wie jetzt, wenn sie so mittendrin rausgerissen wären. Vor allem, wenn es fremde Leute gewesen wären. Verkraftet doch nicht. Vor der Wende hatten wir die Immobilien und die Ideologie, die ich zwar nicht mitgetragen habe, die Ideologie, aber wir haben hier mit dem sozialistischen Staat natürlich zusammenleben müssen und haben nicht versucht, auf Konfrontation zu machen, sondern wir haben versucht, hier aus den Möglichkeiten das Beste zu machen, im Interesse unserer vielen Kunden und im Interesse unseres Geschäftes. Ja, nach der Wende sind dann eben die westdeutschen Miteigentümer munter geworden. Logo, und damit ist alles anders geworden. Jetzt steht eben so eine Immobilie in einem ganz anderen Licht, wie das vorher war. Vorher war eine Immobilie eine Belastung. Eine totale Belastung. Für viele hat sie nur rote Zahlen gebracht. Bei uns ging es noch halbwegs, weil wir ja zwei Geschäfte in diesen Häusern hatten, die etwas Miete brachten. Aber fast alle anderen Leute in der Jüdenstraße hier haben ihre Häuser verschenken müssen, weil durch Wohnungsmieten solche Häuser nicht zu halten waren. Da war ja die Grundsteuer und ein paar Öfen, die gesetzt werden mussten, oder eine Dachreparatur, waren schon zu viel, weil die Mieten eben absolut unterentwickelt waren oder auf die DDR-Verhältnisse abgestimmt waren. Denn wir haben hier in diesem Laden für 120 Quadratmeter Verkaufsrahmenfläche haben wir 40 Jahre lang eine festgeschriebene Miete von 450 Mark bezahlt. Das war ja ortsüblich und das war festgeschrieben, konnte nicht verändert werden. Und heute besitzen die Westdeutschen die Immobilien, ja, oder übernehmen die oder verkaufen sie. Und die Folgen sind ja in unserem spezifischen Fall hier zu erkennen, wozu das führt, dass dann die alten Eigentümer oder ein Teil, wie ich in dem Falle, hier ausschalten muss. Bitter. Ist irgendwann
ist man dann am Boden, ja, dann geht es eben nicht weiter, dann kann man nicht mehr sagen, da kann man nur weinen. Also das ist eine alte Firma, eine gestandene Firma, versteht das nicht. Ich kann es fast nicht glauben, ich träume schon nachts davon. Ja, ja, das war ein schwerer Tag, ein harter Tag. Ich weiß nur, dass wir ja hochqualifizierte Leute in die Arbeitslosigkeit schicken müssen. Aber ich hoffe, dass sie irgendwo einen Arbeitsplatz dann finden. Es werden ja keine reinen Supermärkte mehr gebaut, sondern es werden ja immer nur Gewerbezentren gebaut mit Gott weiß wie viel Geschäften. Und da wird der Einzelhandel hier in der Stadt aber ganz erheblich getroffen. Ich kenne Städte, die mir genannt worden sind, die sind geschäftlich tot. Krasses Beispiel ist Cottbus. Ich sehe das daran, weil ich selber weiß, wenn ich mit möglichen Mietern diskutiere, wie die Mieten nach unten gegangen sind. Die Geschäftsmieten hier im Osten waren ursprünglich genauso, manchmal sogar höher als im Westen. Heute kaputt ist nichts mehr. Die Mieten sind im Keller. Ja, und wenn keine Mieten einkommen, wird auch nicht gebaut. Und damit gehen die Stadtkerne kaputt. Da kann man natürlich in Schönheit, im Denkmalschutz sterben, aber man stirbt. Die haben mir eine Baugenehmigung erteilt, haben die den Denkmalschutz ausgetrickst. Die haben ja 8 Wochen Entscheidungsfrist. Wenn in 8 Wochen von den angeschriebenen Behörden kein Kommentar kommt, dann kann das Bauordnungsamt davon ausgehen, dass man mit der Maßnahme so einverstanden ist. Und da der zuständige Sachbearbeiter im Landratsamt, der war mittlerweile hier auf, das war wieder der Denkmalschutz, so sauer, dass er genau nach den 8 Wochen die Genehmigung erteilt hat. Und 3 Tage später kam dann der Kommentar vom Denkmalschutz. Da war der kaputt, das ging nicht mehr. Und die waren selbst so frustriert, dass sie ganz schnell mir die Baugenehmigung gegeben haben. Ich habe dann gebaut, war natürlich froh, dass ich so bauen durfte. Das wäre eine totale Fehlinvestition geworden, wenn ich das hätte machen müssen, was die wollen. Da durfte ich ihnen keine Wände rausreißen, da durfte ich die Schaufenster nicht erweitern, wie sie jetzt sind. Das waren also Mini-Verschlüsse, so wie so kleine Fensterchen, da konnte man sich überhaupt nicht darstellen. Dann haben die mal versucht, mich hierher zu zitieren, um mir abzuringen, dass es doch noch anders gemacht wird. Da wurden mir Skizzen geschickt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, also dieses Risiko gehe ich gar nicht ein. Ich baue. Ich habe die Genehmigung und damit ist die Sache gelaufen. Und dann sind die hier natürlich sehr, sehr wütend geworden, muss ich sagen. Und irgendwann bin ich dann selber gekommen. Ist eine hitzige Auseinandersetzung geworden, aber nur von Seiten der Behörde. Ich selbst bin gar nicht zu Wort gekommen. Da saßen 20 Leute um mich herum. Und jedes Mal, wenn ich was sagte, dann kam irgendjemand anders und fuhr mir im Mund. Als ich anschließend zurückfuhr, da habe ich gekocht, muss ich wirklich sagen.
Das waren wohl wahrscheinlich die Methoden, wie das früher hier in der DDR üblich war. Der Einzelne kam überhaupt nicht zu Wort. Der wurde vorzitiert und dann wurde niedergemacht und durfte kein Wort sagen. Und ich hätte mehrere hundert Millionen investieren können. Naja, über 100 investiere ich auch heute noch. Aber die sind hier 500%ig. 500%ig. Wo die irgendwo ein Gesetz haben, da wird es auch gnadenlos angewandt. Irgendwie mal laissez-faire oder was, kennen die überhaupt nicht. Kennen die ja nicht. Ja, es ist vielleicht auch Angst um Arbeitsplatz oder so. Träum vom Traum, gratis. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geben. Morgen früh, danke, wenn Gott will, wirst du wieder geben. Danke. Das ist eine Tatsache, man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass das alles nur gute und liebe, nette Menschen sind. Und ich meine, man muss zumindest versuchen, zu vermeiden, dass man alte deutlich immer durchgezogen wird. Und das versuchen sehr viele. Das ist nicht unbekannt. Ich habe Ende 89, Anfang 90 mir als ein gesagt, Leute, überlegt erstmal, wollen wir nicht vielleicht doch lieber was Eigenes machen. Oder zumindest den Versuch dazu. Ob das ein politisches, klügste, schlauste war, sei dahingestellt. Die Einheit Deutschlands ist sicherlich wichtiger als viele andere Dinge dabei. Ne? Nur, dass wir hätten manches, was in DDR-Zeiten ja, da war, an Menschlichkeit auch zwischen manchen Leuten, das hätte man bewahren müssen. Das hätte man versuchen müssen zu bewahren. Und da muss sich jeder hier auch, der hier bei uns lebt, an die Nase greifen und überlegen, ob das bei ihm noch persönlich so ist oder ob er jetzt auch nur noch drüber nachsinnt, welches Auto habe ich, welches Auto hat mein Nachbar. Was weiß ich, Fernseher, Haus, Größenordnung, ne? Das ist doch die Frage. Wenn ich das selber mache, muss ich mich über andere nicht beschweren. Und da ist die Frage des Kapitalismus. Gesellschaftsordnung, das liegt an uns, wie wir die gestalten. 51,55. Geht weiter. Noch 1,56. Ein Hemd 81,95. Eine Seidenkrawatte 52,95. Und ein Anzug. Muss ich doch noch gucken. Doch wieder. Vermehrt. 405 Mark. Wir haben uns praktisch von der alten Handelsausrüstung völlig getrennt. Wir haben uns dem Trend dieser Zeit angepasst und unser Geschäft komplett neu gestaltet. Die Investitionen betrugen etwa 200.000 Mark. Wir wollten uns wirklich dem Sortiment auch anpassen, eine gediegene Ladeneinrichtung uns anschaffen. Und ich glaube, uns ist das auch ganz gut gelungen, denn seit der Eröffnung haben wir oftmals von unseren Kunden erfahren, dass sie sich auch jetzt selbst hier in diesem Geschäft sehr wohl fühlen. Wir haben praktisch jetzt auch eine neue Atmosphäre uns geschaffen, die auch sofort von den Kunden angenommen wurde. Und das wirkt sich auch an den Umsatz, sodass ich wirklich mit meinem Schritt, den ich da vor Monaten mir vorgenommen habe, vollauf zufrieden bin. Ich bin Stadtinspektor. Der eine Grund ist, dass ich jetzt durch die selbstständige Tätigkeit praktisch gewandelt hat vom kunsthandwerklichen Betrieb, der vornehmlich kunstgewerbliche Handwebereien herstellt, zu einem Handelsbetrieb. Und zwar mehr Boutique mit Darmkonfektion. Und da eigne ich mich nicht so als Verkäufer dafür. Und das wird auch von Kunden nicht angenommen. Also hat es keinen Sinn, das zu tun. Ja, da sind noch solche Sachen, ja, gerade jetzt mit dem BMW.
Es gibt auch Bestimmungen über aufgegebenes Eigentum. Wenn ich das offensichtlich mein Eigentum aufgebe, fällt es praktisch an den Staat. Also das will der Staat mit dem Schrott, ja. Wenn wir jetzt die Bürgerin dort antreffen, dass sie da ohne Genehmigung sich was ausbaut aus dem Auto, da könnte man sagen, sie hat das Eigentum an den Ding angenommen oder hat es übernommen und dann muss er aber bitte schön das ganze Fahrzeug übernehmen. Und diese ganze rechtliche Absicherung, was ist das? Wer kommt ja letztendlich für die Geschichte auf? Inspizieren hat immer etwas mit Betrachten, mit Begutachten und so weiter zu tun. Ich bin einmal zuständig hier, dass die Ordnung in der Stadt eingehalten wird, vornehmlich unsere Stadtordnung, die immer noch gilt, die zwar überarbeitungsbedürftig ist und wir sind auch dabei, eine neue Stadtverfassung auszuarbeiten, aber bevor wir eine neue haben, müssen wir uns immer noch an die alte halten. Ja, also im Allgemeinen gehen sie freundlich mit mir um, so wie ich mit den Bürgern auch freundlich umgehe. Am widerspenstigsten und aufsässigsten sind eigentlich die Bundesländer. Die ignorieren das, wohl wissen, dass man schlecht an sie rankommt. Und das ist doch richtig, ne, die rennen alle zur Weiterbildung, lesen Texte, wissen anschließend ganz genau, dass sie nicht mehr zuständig sind, berufen sich nur noch auf Gesetze. Unser gesunder Menschenverstand bleibt auf der Strecke oder vor der Türe oder was weiß ich wo. Ende der Veranstaltung, sie kommen auf Garantie nicht weiter. Und dass sie weitergeht, lesen wir uns in 2 Jahren alle Gesetze vor. Tschüss. Das setzen wir uns hier her, brauchen wir nicht einen einzigen Bürger mehr am Waisenfuß, wir beschäftigen uns selber. Genau das Gegenbeispiel ist das Sozialamt dieser Stadt Waisenfels, wo die, Gott sei Dank, haben sie das von Anfang an begriffen, was ich da will. Und die Leute, die da sind, sind auch in der Lage, das umzusetzen. Die könnten jetzt da hingehen und könnten den Sozialhilfeantrag, ne, ausfüllen, Geld zahlen. Ne, immer schön ganz ihren bürokratischen Ablauf machen. Wenn sie das machen, da denke ich, sind sie falsch an der Stelle. Ne? Da gibt es Leute, die müssen 2-mal der Woche bestellen, weil sie den Geld nicht umgehen können, oder 3-mal, wenn das sein muss. Ne? Wie unser Erik Alemann zum Beispiel, stadtbekannt, mit so einem bunten Hütchen rennt immer durch die Gegend. Die haben mir am Dienstagabend gesagt, Erik war ein Tag nicht da oder 2 Tage, was ist los, wir gehen am Mittwoch hin. Und so stelle ich mir das vor. Das geht gar nicht anders. Ich kann doch so eine Büromaschine hinsetzen, dann macht zum Schluss alles Computer. Dann brauche ich auch keine Mitarbeiter mehr am Sozialamt sitzen haben. Wenn irgendwann sind die in der Lage, auch diese Anträge da irgendwo, alles über Maschinen und Computer zu machen, dann ist gut. Ob da noch ein menschlicher Kontakt da ist, ob das gut ist, das fragt offensichtlich niemand. Kann auch so nicht sein. Na, wer macht den Perimeter? Manfred Hauner, CDU. Das wird new. Also ich bin 47 Jahre hier drin. Aber jetzt wird es ja nun bald losgehen, dass alles anders wird. Aber macht doch nicht, es wird alles gefliest, abgehakt, frisch gefliest, alles neu eingerichtet. Muss ja alles raus, alles was Holz ist, muss raus, alles nur Edelstahl darf rein. Ja. Man kommt schlecht an Kredit jetzt ran, weil wir bescheiden leben, uns wenig Lohn genommen haben in den 2 Jahren, wo wir das Geschäft übernommen hatten. Und wir mussten das Haus erst zurückkaufen und dadurch war ja schon das Eigenkapital wieder geschrumpft. Und jetzt ist es vor der Bank zu wenig, was wir verdienen, dass wir an Kredit rankommen. Und wir müssen sehen, dass wir es irgendwie doch packen, um Geld zu kriegen, dass wir die Küche und die Toilette etwas modernisieren können, neu machen.
Das Mikro löst, dann gehen wir doch da. Du musst was sagen. Die, meine Arbeitszeit reicht nicht vor. Ja. Ich nehme bloß für mich alles, vor der Familie, zum Leben. Gehe aber da lieber 14 Stunden oder 16 Stunden mehr mit der Mutter und der Schwester, um das mal überleben und sehen, wie es wird und weitergeht. Ja. Aber was wir am meisten fällt, ohne Krieg. Jawohl! Ehrlich bin ich stolz und ich kämpfe ganz einfach um, wenn ich mich Thema aufnehme. Ich will einfach nur alles verwalten. Jetzt probieren wir mit einem Finanzberater irgendwie so schnell wie möglich an Geld ranzukommen und von uns aus Schritt für Schritt irgendwie das in Gang zu kriegen, dass wir weitermachen können. Nachdem wir das Geld gekriegt haben für den Kredit, haben wir als erstes die Küche und die Toiletten umgebaut und haben nachher mit dem Haus angefangen. Haben einen Teil von der Sanierung von Haus schon geschafft und wollen nun das nächste in Angriff nehmen, die andere Hälfte von Haus. Ich bin für dieses Thema da und unser ganzen Erzählung mit. Mutter, wenn du von Weißenfels erzählst, erzählst du doch von Weißenfels. Wir können uns nicht beklagen, wir haben genug Kundschaft zurzeit und mit unseren Preisen ist es kein größerer Verdienst da, aber wir können uns mit den Preisen aufrechterhalten und existieren. Und das ist eben doch, bitte aufnehmen, deine Schwäche. Ja. Du hast dich irgendwie fixiert auf was. Und dir fehlt ganz einfach. Du erlaubst mir das mal, ich bin ja ein paar Jahre älter, bist du nicht viel, aber. Nee, das muss ich nicht. Könnte auf jeden Fall. Dir fehlt ganz einfach die Klarsicht. Mensch, feiner Junge, ich bin nicht ganz. Nicht Junge! Ich bin ein ganz normaler Mensch. Feiner Junge! Sagt er zu mir. Ich bin ein ganz normaler Mensch und da macht immer Fehler und halt mich bitte schön nicht vor vollkommen. Ich bin es sowieso nicht. Und ich könnte quäken, wenn ich sehe, wie. Ja, ein hoffnungsvolles Talent ganz einfach an Überschreitung und Überschätzung kaputt zu gehen. Da kann ich quäken. Von Donnerstag zum Freitag ist Hochwasser, die Flutwelle kommt und ist über den Hof durch die Küche in der Gaststube eingedrungen. Da hat man so ca. 60 cm Wasser drin in der Gaststätte und in der Küche. Und jetzt sind wir schon bei einem Aufräumungsarbeit. Das Wasser hat 24 Stunden hier drin gestanden. Jetzt müssen wir noch warten, was in der Gaststätte mit dem Fußboden passiert und mit der Wandverkleidung. Da hat sich nun die Feuchtigkeit reingesetzt. Das war unser großes Glück, dass die Küche schon in Ordnung war. Erst einmal durch das Fliesen und durch das Edelstahlzeug haben wir eben keinen großen Schaden da drin. Glücklich ist der Gott vergilt, was schon einmal nicht so ändern ist. Na, erstmal damals, also was ich so finde, was mich wirklich stört, dass damals, wo wir in der DDR waren und so, hatten wir hier kaum Ausländer, fand ich, naja, okay, Vietnamesen hatten wir aber noch nicht so, wie es jetzt ist, so übertrieben. Und ich weiß auch nicht, damals hat ihn halt, die Regierung selbst hat sich um jemanden gekümmert irgendwie, also man hat das überall gespürt irgendwie. Und das ist halt jetzt nicht mehr so, überhaupt nicht. Also man wird halt voll in den Stich gelassen.
Man muss immer irgendwas leisten, immer irgendwas bringen und so. Und das war früher überhaupt nicht so extrem. Na, für mich ist halt, seit ich halt zu den Rechten gekommen bin, war es das für mich. Das war für mich das System so. Ich meine, damals unter Adolf Hitler und so, mit den Judenvergasungen, ja, das musste ja nicht sein. Aber alles andere war doch ganz okay, so fand ich. Er hat sich halt um sein Volk gekümmert und so, und das fand ich so gut. Was jetzt absolut nicht ist. Und deswegen fand ich das gut, was die so für Ziele haben, die Rechten und so. Also, dass an erster Stelle erstmal jeder eine Arbeit haben sollte, eine Wohnung, die Deutschen erstmal direkt. Das hat mir so gefallen irgendwie. Das ist ein bisschen raus, ja, aber deswegen tun wir sie ja nicht umbringen oder so. Sie sollen halt raus. Und vor allem die meisten von denen sind doch nur Wirtschaftsflüchtlinge und überhaupt keine politisch Verfolgten. Und das finde ich nicht okay, dass die sich hier auf unsere Kosten hier durchfressen und so. Und wie viele von denen hier ja nicht arbeiten und so und holen sich nur ihr Geld und so. Die lachen sich doch im Grunde wo uns kaputt und das finde ich nicht gut. Das mit Uechtritz fing so an, dass da einer von uns Ärger gekriegt hatte, weil jemand in Uechtritz keine Drogen abkaufen wollte. Und da wir sowas gegen solche Leute haben, die Drogen verkaufen und so, da haben wir uns da alle einen Tag getroffen und sind Drogen gefahren. Und eigentlich war das so, dass unsere Jungs die da rausgeholt haben und dann wirklich fairen Kampf mit denen gemacht haben, also Mann gegen Mann und so. Wir wollten halt nicht mehr, dass die kommen und so und in unseren Diskus hier Drogen verkaufen. Und auf jeden Fall einer von denen ist dann durchgedreht, ins Auto eingestiegen und einfach durch unsere Leute durchgefahren. Und wenn das nur Puppen wären oder so, dann flochen sie alle durch die Luft und so. Und sind wir denen dann hinterher bis Merseburg. Und dann kam BGS und hat uns aber eingesperrt, was wir nie verstanden haben, dass wir da eingesperrt wurden. Ja, und danach die Zeit bin ich dann fast jeden Tag ins Krankenhaus zu Rico und so, der jetzt im Rollstuhl sitzt, der Kleine. Das war eigentlich ziemlich schlimm, die Zeit so zu sehen, wie die Freunde sich da im Krankenhaus wirklich gequält haben und so. Na, ich will jetzt noch eine Lehre anfangen, auf jeden Fall. Und Gärtnerin wahrscheinlich. Naja, und erstmal die Verhandlungen hinter mich bringen und so. Ja, und dann will ich mal hier wegziehen. Das Weißenfeld erstmal. In den 3 Jahren, in denen ich da jetzt hier in der Stadtverwaltung tätig bin, in einem Rathaus und auch in der Öffentlichkeit stehe, ist natürlich vom Ideal einiges abgebröckelt. Und das ist dann die Realität. Das Gefühl, du hast Angst. Du hast Angst, dein Luxus zu verlieren oder
dich durchquält. Der Rest der Welt hält den Atem an. Doch deine Angst ist das, was zählt. Angst, Angst, du hast Angst. Sicherlich sind in Weißenfels, und da bin ich mir auch wieder sicher, nicht nur in Weißenfels, verschiedene Fehler, die in den alten Bundesländern dort gemacht worden sind, wiederholt worden. Das steht fest. Nehmen wir nur mal die Einkaufszentren auf der guten Wiese, ne? Das ist alles bis aufs Interfliegen von uns idiotischerweise nachvollzogen. Kann mir einer sagen, was er will, das ist passiert. So. Warum das passiert ist, hat ja Ursachen. Erstens mal dieses überragende Demokratieverständnis nach der Wende. Keiner wollte jemand auch nur noch eine Anweisung geben oder irgendwie reinreden. Jeder faselte von Selbstbestimmung. Dieses an und für sich, diese guten Gründe, ne, haben uns aber dahin gebracht, wo wir jetzt sind, ne, zu absolut ungeordneten Verhältnissen in dem Bereich, dass jeder seins baut. Ne. So, wenn man von vornherein, sagen wir mal, diese Raumordnungsbemühungen, die es da jetzt gibt und die eigentlich Grundlage sind, wenn man diese 1990, 91 bereits vollzogen hätte und hätte gesagt, so und nicht anders, ne, dann wären die Fehler, die in den alten Bundesländern gemacht worden sind, nicht nochmal möglich gewesen. Aber das ist nicht passiert, keiner wollte rein dirigieren. Auch jetzt ist es manchen ein großer Gräuel, wenn er was von dirigistischen Maßnahmen hört, da denkt immer gleich jeder, das ist wieder wie früher, die SED bestimmt oder was weiß ich. Aber ich denke mir, eine ordnende Hand, die in solchen Fällen auch von oben her sagt, so geht das nicht, die muss sein. Das hat sich eindeutig erwiesen an dieser Frage der Einzelhandelszentren, die es da überall gibt. Ich denke mir, manche Fehler, die erkennt man erst als Fehler an, wenn sie selber gemacht worden sind. Ja? Auf jeden Fall hatten wir ja bei der Planung dieses großflächigen Einkaufszentrums von vornherein die Marktanalyse in der Gesellschaft für Marktforschung vorliegen, die uns die Gewissheit gibt, dass auch die Innenstadt damit weiter existieren und leben kann. Und ich glaube schon, es ist wichtig, bei aller Eile, die geboten ist, auch planerisch richtige Schritte zu gehen. Insofern ist das für Weißenfels der 31. Januar 92 ein ganz wichtiger Tag. Das sind solche Tage, die ein Politiker auch braucht, ne? Wo die tagelange Arbeit dann irgendwann mal sichtbar wird und dann auch so ein bisschen Genugtuung gibt über die eigene Entwicklung, dass die richtig ist. Ja, durch diese Einkaufszentren besteht natürlich die große Gefahr, durch die Verödung der Städte, dass praktisch eine Amerikanisierung der Städte eintreten wird. Das ist die große Gefahr. Wir haben mit Kommissionsware angefangen und haben also nicht einen Pfennig Kredit für diesen Aufbau aufgenommen und haben es tatsächlich geschafft. Die Kommissionsware ist seit 2 Jahren aus dem Haus. Wir haben uns getrennt von diesen Partnern und das, was hier hängt, ist meine Ware und die ist auch von mir bezahlt. Es ist ja anders gelaufen für den Osten, als sich die Mehrheit der Ostbevölkerung gedacht hat. Auch unsere Pläne mit der Handweberei, ja, die sind ja auch nicht aufgegangen, würde ich sagen. Ja? Also es gibt überhaupt keine Pläne mehr. Und das finde ich eben das Tragische. Wir haben wirklich ehrlich geglaubt, dass die westlichen Politiker und überhaupt auch jetzt, naja, früher hieß es die Brüder und Schwestern, das wird ja schon lange nicht mehr gesagt, dass die wirklich ehrlich bemüht sind zu helfen. Und wir sehen, dass das nicht so ist. Im Gegenteil. Ja? Und das sieht man wirklich an so praktischen Beispielen wie jetzt eben diese Vertreterin. Also bei westlichen Vertretern, die haben wir ja auch. Ja? Aber da schalten wir sofort auf Vorsicht. Ja?
Während wir hier bei den Östlichen, da habe ich wirklich das Vertrauen. Also wenn ich dann in diesen Bereich über 20.000 komme, oh, Frau Deutschmann, wollen Sie nicht lieber, sollte ich Ihnen nicht lieber eine Zwischenzahl sagen, wollen Sie nicht lieber Einheiten? Und alleine diese Bemerkung, die gibt einem Vertrauen und beweist, der meint das ehrlich. Das würde ein westlicher Vertreter nie sagen. Der würde sagen, gucken Sie mal, das muss unbedingt dazu und sowas müssen Sie unbedingt dazu nehmen. Und genau dieses Stück ist unverkäuflich. Also ich weiß es, ja, und würde genau dieses Stück nicht kaufen. Aber die Mehrheit hier weiß es nicht. Und das Stück ist schön. So, können wir uns auch mal angucken. Und kommt das auch kurz an oder ist das lang angedacht? Gibt auch einen Teil im Auge. Nee, nur in Uni. Nee, das werden Sie nicht wollen. Ich weiß nicht, das hat man hier schon drin. Wir haben ja hier ein kleines Modehaus aufgebaut. Und haben das Nachbargrundstück gekauft und wollen in dieses Haus zu einem Textilhaus umgestalten. Es wird weiterhin werden Modeartikel angeboten, aber wir wollen auch einen Erlebnisbereich aufbauen für die Jugendlichen. Und hier wollen wir mal so den Werdegang des Textilen zeigen. Also, mal einen kleinen Schritt zurück in den alten Beruf, in die Handweberei. In unserem eigenen Haus, im Nachbargrundstück, werden wir dann das Alternativangebot aufbauen. Es wird im hinteren Teil eine Abteilung Landhaus aufgebaut mit sehr viel Holz. Wir wollen in den Keller gehen, also einen richtigen Kellerverkauf. Ich denke da auch Kleidung für Studenten. Wir werden eventuell sogar eine Färbeküche aufbauen mit Färberezepten, die wir vielleicht an die Wand schreiben, aus Pflanzenfarben. Es wird vielleicht sogar eine alte Nähmaschine reingestellt in den Keller und auch dann kann der Jugendliche sich dieses Kleidungsstück dann selber nähen. Unsere Gedanken gingen eigentlich auch so weit, dass wir noch eine etwas größere Schneiderei mit aufbauen wollten. Also es soll ein ganzes Textilhaus sein. Vier Streifen. Also hier, ne? Wir haben schon so eine Streifen hier dazu. Das ist niedlich. Die grüne Wiese wird ausgebaut, noch und noch mehr. Es ist aber wahrscheinlich zwangsläufig so. Die Entwicklung ist ja in Westdeutschland auch gewesen und ich bin da ganz sicher und fest überzeugt, der Handel, mindestens der Fachhandel, der kommt zurück in die Stadt. Es muss alles nacherlebt werden und die ostdeutsche Bevölkerung will das alles nachvollziehen und da werden wir eben noch ein bisschen Geduld haben. Ja, waren wir vorher zwar beschränkter in den Möglichkeiten. Aber wenn man was geschafft hätte, hätte man sich irgendwie auch noch ganz anders gefreut als heute. Ja. Da könnte man sich eben noch freuen, wenn man jetzt eine Ladeneinrichtung oder einen Laden, da hätte man sich dann Platten mühsam besorgt und hat sie an die Wand gebracht und hat gedacht, so, jetzt hast du was Ordentliches zustande gebracht. Ja, und zwei Jahre später, da ist das alles nicht. Das ist vorbei, da ist... Das ist psychologisch, muss man das dann erstmal verkraften. Und eben umschwenken und anders denken. Das heute angeschafft und morgen muss rausgerissen werden, und das ist ja nur das Problem, wo auf welche Müllhalde schaffe ich es denn? Wenn heutzutage hier zum Beispiel eine Zahlungsmoral herrscht, ne? Vor allem im Bereich des Baus, ne? Und allem, was da eine Zahlungsmoral herrscht, die schon also als kriminell zu bezeichnen ist, dann führt das ja auch zum Konkurs von Betrieben, die nur gute Aufträge hatten, die gut gearbeitet haben, die alles bestens gemacht haben, die nur in die Hände von, ich würde es mal schon sagen, von Kriminellen gekommen sind, die sich daran bereichert haben. Das sind so Dinge, wo der Gesetzgeber einfach auch was anderes machen muss. Ich sehe da so einige Felder, auf denen Änderung nötig ist, viel Änderung nötig ist. Wie gesagt, das Wichtigste wäre für mich schon, das menschliche Denken irgendwie hier bei uns muss anders werden. Das muss die Achtung
der Menschen voreinander muss einfach da sein. Ich hab kein kleines Geld, ich hab kein großes Geld, ich hab überhaupt kein Geld im Portemonnaie. Wenn das so weitergeht, bis ein ganzes Jahr, hab ich kein Hemd mehr an. Halleluja! Ja, wir sind pleite, ja. Ich habe immer gedacht, ich kann es gut nicht kommen. Der Schein trügt. Nee, vergessen. Ich habe immer gezweifelt, ob es richtig ist, aufzuhören oder nicht. Und konkret haben wir nichts mehr. Also wir haben jetzt 200 Mark auf dem Konto gehabt. Wir hatten uns dann nochmal Geld geborgt, um wenigstens die laufenden Kosten wie Energie und so abdecken zu können. Aber Geld beiseite geschafft oder jetzt einen betrügerischen Konkurs haben wir nicht gemacht, auf gar keinen Fall. Und ich gehe davon aus, wir haben zu DDR-Zeiten ein Haus gekauft, für 15.000 Mark. Durch die Währungsunion ist das natürlich aufgewertet worden. Und das habe ich im Prinzip in den 5 Jahren verspielt. Also ich gehe davon aus, dass das zwangsversteigert wird. Und das würden wir auch alle beide einsetzen, das Haus, um die Schulden relativ schnell loszuwerden. Seitdem ich Konkurs beantragt habe, fühle ich mich erleichtert, geht es mir besser. Kann ich auch wieder ruhiger schlafen. Und ich habe die ganzen 5 Jahre auch so eine gewisse Existenzangst immer im Nacken gehabt, die in der letzten Zeit immer schlimmer wurde, wo ich dann eben auch nicht schlafen konnte und so. Und seitdem, oder an dem Tag, wo ich mich entschlossen habe, die Zwangsvollstreckung oder die Gesamtvollstreckung zu beantragen, da konnte ich sofort schlafen die Nacht. Also es sagt mir eigentlich, dass der Unternehmer, der doch mehr Arbeit hat wie ein Angestellter, letztendlich dann noch gestraft ist, weil das ist ein ganz anderes Schwein zum Schluss. Ich glaube, Gott macht da keine Fehler. Er weiß ja um unsere Not. Er will ja, dass die Menschen alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Und der Mensch will das nicht. Der Mensch will seinen eigenen Willen durchsetzen. Und das merke ich jetzt hier auch an Menschen, die in Not sind. Immer wieder die eigene Kraft. Und ich habe keine eigene Kraft. Ich nehme meine Kraft nur aus dem Worte Gottes. Das habe ich ja nun schon immer wieder gesagt. Immer Treu und Friedlichkeit ist an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Segen ab. Nee. Ich hab morgen ein bisschen mehr Zeit. Ich hab morgen mehr Zeit. Also, dass ich mich der Oberbürgermeister mal stelle, das hat sie voll akzeptiert. Da stand meine Frau auch dahinter. Tja, da müssen sie eben die Frau haben, da kannst du nur stöhnen. Darf nicht Bock, das wenigstens. Weil sie schon gesehen hat, dass ich da Herzblut reingegeben hätte. Jetzt bei der Bürgermeister war nicht, das hat sie mir auch ganz klar gesagt. Weil sie auf dem Standpunkt stand, die Leute haben dich nicht gewählt, trotz deines Einsatzes. Was wirst du jetzt für die 2. Position besetzen und wieder die Arbeit machen? Und andere lächeln dann und schütteln Händchen. So sieht meine Frau das. 4 Jahre Stress und gegen den Mann gesetzt. Bon. Cup.
Pfeffer Tablet Schinken und ein Pfeffer die Torte an. Bene, ho altri due caffè, perché due erano per il tavolo. Am ersten Tag war schönes Wetter und so kamen die Leute so vorbei, kamen zurück wieder, guckten rein, trauten sich auch nicht so richtig recht ranzukommen und wir standen da alle gespannt, nun kommen die nicht und dann kamen ältere Leute rein, schauten sich um, haben sich gewundert, wie schön das geworden ist, im Prinzip zu dem, was früher war, und ging wieder raus. Und so standen wir da, so ging es praktisch fast eine Stunde rein, raus und Kleiner blieb sitzen. Und ich denke, Mensch, was machen wir denn falsch? Oder haben die Leute nicht erkannt, dass eben ein Geschäft ist, das heißt ein Eiscafé, ein italienischer Eiscafé, wo die Leute auch sich richtig hinsetzen können, ja? Und auf einmal alle Leute, die das Geschäft beobachtet hatten, von ihnen und so, kamen wieder zurück mit Blume in der Hand. Und so war meine Überraschung oder unsere Überraschung so groß, als die älteren Leute mit Blümchen uns Glückwünschen geäußert haben und gemacht haben zu neuen Geschäftseröffnungen. Und da war meine Spannung in dem Sinne abgebaut und so blieben wir auch sitzen und haben wir auch gerne den Leuten was offeriert zur neuen Eröffnung. Und da war praktisch irgendwie ich kann das schlecht jetzt so beschreiben, was man da in dem Moment fühlt, dass man so herzlich empfangen wird von einer unbekannten Stadt, von unbekannten Leuten. Diese Empfindungen, diese Freude, die man als Fremde spürt, es wäre schade, wenn die Leute diese Herzlichkeit verlieren würden. Ja. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass diese Zusammenarbeit Rathaus, die da oben, diese Aussage, und einfach die Bevölkerung, dass das wirklich zusammenwächst, dass das einfach eine Sache wird, das sind Leute, die für uns da sind, dass das bei der Bevölkerung ganz deutlich so rüberkommt, dass das Empfinden da ist, das sind Menschen, die für uns arbeiten, dass wir uns also zu einem echten Dienstleistungsbetrieb, sage ich mal, entwickeln, und das ist also noch nicht immer der Fall. Dort haben wir also genauso auch noch hier im Haus einiges zu tun. Das ist also ein Punkt, wo ich mir wirklich ganz deutlich wünsche, diese Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Rat und Bevölkerung, einen ganz wichtigen Faktor. Und zum Zweiten würde ich mir natürlich wünschen, dass unsere Menschen es wieder lernen, sich über Dinge auch zu freuen. Über Dinge, die auch erreicht wurden, dass man einfach wieder ein bisschen mehr Mut auch zum Ja zu sagen für die Sachen, die also erreicht wurden, die man sagt, okay, das war jetzt wirklich gut. Wir sind momentan in einer Phase, wo es mehr Unzufriedenheit gibt, wo also diese Dinge, die geschaffen wurden oder die man schon geschafft hat, einfach gar nicht mehr so bewertet werden und gar nicht mehr so erkannt werden. Ich baue dir ein Schloss, du wirst schon sehen. Bald bin ich schon groß, da ziehen wir ein. Wo Blumen im Garten hier dich blühen. Das soll jeder Tag ein Sonntag sein. Der blaue Himmel schaut, danke, auf dich herab. Sag dir jeden Tag, wie lieb ich dich hab. Dankeschön. Dankeschön.